Vielen Dank, Frau Kollegin Gnadl. Das Wort hat die Frau Abg. Christiane Böhm, Fraktion DIE LINKE. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Nachdem wir vor der Sommerpause über den Antrag meiner Fraktion zum Thema Femizide und häusliche Gewalt diskutiert haben, sind nun die Kolleginnen und Kollegen von CDU und BÜNDNIS 90 mit einem thematisch ähnlichen Entschließungsantrag heute unter dem Vorzeichen der Corona-Pandemie nachgezogen. Ich freue mich auch darüber, dass wir das Thema fortgesetzt diskutieren. Es ist richtig notwendig. Das Erleben von Gewalt prägt die Realität vieler Frauen und Kinder auch in Hessen. Und es kann nicht genug betont werden, damit endlich mehr getan wird für die Gleichstellung und für die Selbstbestimmung für Frauen und für den Kinderschutz, dass mehr dazu getan wird. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass Links wirkt, weil in den Verlautbarungen des Hessischen Ministeriums auf die Anfragen der Opposition, aber auch der Medien eine Zunahme der häuslichen Gewalt in der Corona-Pandemie immer bezweifelt worden ist. Es gäbe ja anscheinend keine steigenden Anfragen bei den Frauenhäusern. Dass das uns nicht beruhigen, sondern eher alarmieren sollte, ist ja heute auch schon ein bisschen was dazu gesagt worden, hat aber auch die Studie der TU München gezeigt, die ich damals schon erwähnt habe. Deswegen war es auch folgerichtig und notwendig und dringend erforderlich, dass jetzt 3 Millionen € aus dem Sondervermögen in die Gewaltschutzstrukturen fließen sollen. Wobei natürlich, ich möchte das vorwegnehmen, das ist auch wirklich ein kleiner Tropfen auf den sehr heißen Stein. Und deswegen haben wir natürlich auch im Haushaltsausschuss zugestimmt. Aber das war es jetzt auch mit dem Lob. Und jetzt kommt die Aufzählung der Peinlichkeiten. Meine Freude über die Erkenntnis war nur kurz, als ich über die Überschrift Ihres Antrags hinwegblickte. Wir hatten ja eigentlich eine gute Debatte hier zum Thema Femizide, hatten Sie auch im Ausschuss weitergeführt. Und ich habe gedacht, vielleicht gibt es ja ein bisschen Erkenntnisgewinn und einen fundierteren Antrag als den, den Sie jetzt hier vorgelegt haben, dass Sie sich loben, ja, und Ihre kleinen Summen zu großen Elefanten hochpusten. Das kennen wir ja schon. Da haben wir auch unterschiedliche Positionen, dass Sie erklappern müssen. Kann das sein, dass das notwendig ist für Sie, ist Ihre Sache. Aber wie Sie es schaffen, und die Kollegin Gnadl hat ja Gott sei Dank als Einzige was dazu gesagt, in diesem anderthalb Seiten Antrag nicht ein einziges Mal die Istanbul-Konvention zu erwähnen. Das ist eine Leistung, die Sie erbracht haben. Also ich bin voll Bewunderung. Wir diskutieren seit anderthalb Jahren hier in der neuen Wahlperiode im Landtag darüber. Im Februar letzten Jahres haben wir den Antrag gestellt, dass endlich der Landesaktionsplan häusliche Gewalt entsprechend der Istanbul-Konvention weiterentwickelt wird und erneuert wird. Ja, da hat der Minister ganz vollmundig gesagt, ja, nicht nur dieser Landesaktionsplan. Nein, alle Landesaktionspläne werden neu aufgelegt und neu erarbeitet. Ja, was ist jetzt? Nichts. Sie erwähnen es nicht einmal. Wie schaffen Sie das denn, völlig so an der Realität dieser Fragen vorbeizugehen? Schließlich ist diese Europaratsübereinkommen wirklich mit Recht eine ganz, ganz wirklich entscheidende Frage, wie wir in der Frage Gewalt gegen Frauen und gegen häusliche Gewalt vorankommen. Aber das müssten Sie doch eigentlich mal langsam kapiert werden. Und ich verstehe es wirklich nicht bei den grünen Frauen. Also da manchmal denke ich, tut mir leid. Also es ist nichts passiert. Sie loben sich hier für ein Nichtstun in den letzten anderthalb Jahren. Und das wäre mir echt peinlich. Wie Sie das hinkriegen, ja, muss ich mich wirklich schon bewundern. Natürlich habe ich mir gestern ganz neugierig den Grevio-Staatenbericht angeguckt und natürlich den hessischen Beitrag. Und ich war echt begeistert von der Problembewusstseinserweiterung mittels Brötchentüten. Eine ihrer wichtigen Maßnahmen. Es ist sicher eine gute Idee, eine gute Aktion auf Tüten, Brötchentüten zu schreiben. Gewalt kommt mir nicht in die Tüte. Aber es kann ja nicht alles sein.
So, dann habe ich mal nach den Fortbildungen für die Justiz gesucht, die Sie uns ja das letzte Mal ganz vollmundig erläutert haben, dass die ja jetzt hier da sind und wir da gar nicht mehr fordern sollen. Ich habe sie gefunden. Stellt euch vor. Ich habe einmal im Jahr werden zwei in Zahlen zwei Richterinnen und ein Staatsanwalt, Staatsanwältin, ich weiß nicht, was es ist, ne, an einer Fortbildung zum Thema Gewalt in der Familie, Verdacht sexueller Missbrauch teil. Ich weiß jetzt nicht, wie lange, wie viele Stunden, das stand jetzt nicht da drin. Aber eine Wissenschaftlerin hat vor kurzem mal bei den hessischen Justizbehörden nachgefragt, wie es das denn ist mit der Istanbul-Konvention, inwiefern sie denn angewendet wird in den Strafverfahren und so. Sie werden sich jetzt nicht wundern, dass die meisten davon noch gar nichts gehört haben. Und dann sagen Sie uns, dass die Forderung nach verpflichteten Fortbildungen völlig unnötig wäre. Also das ist wirklich ein Widerspruch, den müssen Sie mal selbst auflösen. Es ist dringend notwendig, für mehr Bewusstsein bei Polizei und Justiz, für häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen zu sorgen. Und jetzt tun Sie es endlich mal. Zu dem Bericht gibt es sicher noch mehr zu sagen, nur noch eines. Kollegin Gnadl hat darauf hingewiesen, es gibt ja immer noch keine Monitoringstelle zur Umsetzung der Istanbul-Konvention. Aber es steht auch nicht drin, dass Sie jetzt vorhaben, eine zu errichten. Das hätte ich ja mir mal gesagt. Ich hätte mir vielleicht gedacht, na ja, wir haben noch nicht, wir sind noch nicht so, aber wir wollen dann. Aber wie soll das denn passieren? Wo wollen Sie dann die ganzen Informationen zusammenführen, die Umsetzung der Konvention planen und organisieren? Die ist ja schließlich verpflichtend, das ist ja keine Goodwill-Veranstaltung. Und da werden Sie mit Ihren kleinen Maßnahmen absolut nicht gerecht werden. Hören Sie endlich auf, sich zu loben, werden Sie endlich aktiv dazu. Wenn ich jetzt zum zweiten Peinlichkeitskomplex komme, da zeigt sich wieder Ihr typisches Regierungshandelnsmuster, Ausbau der Frauenhäuser. Da haben wir jetzt schon einige Diskussionen gehabt. Sie erkennen, also Ihnen schreiben ja in Punkt 5, dass der Landtag endlich erkennt, dass man die Frauenhäuser ausbauen müssen. Der Landtag, also die linke Hälfte des Landtages, hat es schon längst erkannt. Dann, dass Sie es jetzt auch mal erkennen, das freuen wir uns ganz sehr, weil nicht nur die SPD, auch wir haben jedes Jahr gefordert in Haushaltsberatung, dass mehr Mittel eingesetzt haben. Sie haben es auch jedes Jahr abgelehnt. Aber woher kommt der Sinneswandel? Ganz einfach, es gibt Bundesmittel. Das Muster ist bekannt. 120 Millionen € stellt die Bundesregierung den Ländern zur Verfügung. Der Bund übernimmt 90% der Kosten. Ich nehme an, so wie ich Ihren Antrag interpretiere, Sie haben ja heute nicht gesagt, wie viel das wäre, dass der Rest dann das Land Hessen übernimmt. Wenn Sie sich aber hier die ganze Zeit für diese Bedarfe haben Sie ignoriert die ganze Zeit, jetzt feiern Sie sich dafür, dass Sie ein bisschen was da drauflegen, dann ist das wirklich unredlich. Aber die Diskussion kennen wir aus dem Gute-Kita-Gesetz und allem anderen. Aber na, Sie können mit dem Geld anderer ganz gut arbeiten, und da können Sie ganz gut Propaganda machen, aber eigene Prioritäten setzen, das können Sie nicht. Und wir brauchen noch viel mehr. Es gibt viel mehr zu tun in dem Bereich. Wir brauchen mehr Frauenhausplätze. Die Kollegin hat gesagt, 300. Wir brauchen neue Frauenhäuser. Die kleinen Frauenhäuser platzen uns aus den Nähten. Wir brauchen mehr Familienzimmer. Wir brauchen die Barrierefreiheit. Wir brauchen auch die Möglichkeit, dass Frauen mit älteren Jungen in ein Frauenhaus gehen. Und wir brauchen endlich einmal eine andere Finanzierung der Frauenhäuser. Es ist doch entwürdigend, dass die Mitarbeiterinnen gebrauchte Handtaschen auf dem Flohmarkt oder Kuchen auf dem Sommerfest verkaufen müssen, um ihre Arbeit finanzieren zu können. Wobei das auch unter Corona nicht möglich ist. Frauenhäuser müssen endlich einmal ordentlich pro Platz und nicht pro Frau finanziert werden, sodass die Arbeit tatsächlich sachgerecht gemacht werden kann. Sind die 3 Millionen ja schon ganz nett, wobei bei einem Sondervermögen von 12 Milliarden ist natürlich beschämend wenig. Aber seit Roland Kochs düsterer Zukunft sind die Ansprüche vieler Träger ja inzwischen bescheiden geworden. Da ist man ja froh, wenn man schon einen Krümel abkriegt. Aber was ist denn mit den Interventionsstellen, die meistens nur mit einer Person besetzt sind
und es keine Anlaufstelle gibt, wenn die krank ist oder in Urlaub ist. Es gibt ja nicht einmal jemanden, der die Tür aufmacht, wenn die Kollegin in Beratung ist. Sie hat keine Kollegin, mit der sie sich austauschen kann, und keine Vertretung. Was ist mit den Fachberatungsstellen gegen sexuelle Gewalt an Kindern, die teilweise zu 50%, die Kollegin hat genaue Zahlen noch genannt, über Eigenmittel finanziert werden, die während der Pandemie weggebrochen sind? Und in allen diesen Einrichtungen braucht es ja auch hohe Investitionen, gerade für Digitalisierung, für Schutzeinrichtungen. Das war ja alles im Haushalt überhaupt nicht vorgesehen und überhaupt nicht finanziert. Die ganzen Weiterbildungen, wo die Kolleginnen und Kollegen schon ihr eigenes Geld organisiert haben, die sind jetzt weggebrochen. Aber das gilt ja natürlich für viele Träger, wenn die Pandemie am spürbarsten wird, werden sie nicht mehr in der Lage sein, die Angebote tatsächlich so anzubieten, wie es notwendig und erforderlich ist. Wir haben den Anspruch, und es ist notwendig, dass wir alle Träger vor einem Schicksal bewahren, sodass sie ihre Arbeit nicht mehr in dem notwendigen und sinnvollen Maße machen können. Und wir brauchen endlich bessere Schutzeinrichtungen vor Gewalt. Und hier erwarte ich wirklich angemessene Reaktionen der Landesregierung. Ich bedanke mich. Herzlichen Dank. Jetzt spricht die Frau Kollegin Claudia Ravensburg, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Gewalterfahrungen sind immer entsetzlich und furchtbar, besonders aber, wenn sie in der eigenen häuslichen Umgebung passieren. Gewalt, ob körperliche, ob sexuelle oder psychische Gewalt, in der häuslichen Umgebung geschieht, und das wurde hier erwähnt, oft unter Ausschluss der Öffentlichkeit, in dem eigenen vertrauten Bereich. Partnerschaftsgewalt führt bei den Betroffenen zum Gefühl der Ohnmacht, zur Auswegslosigkeit, Angst vor Wiederholung und oft zur Traumatisierung der Opfer. Und meist sind diese Opfer Frauen. Über 80% der Betroffenen sind Frauen. Bei sexualisierter Gewalt sind es in 2018, da habe ich mir die Zahl geholt, sogar 94% gewesen. Und leider sind oft auch Kinder betroffen, entweder weil sie selbst Opfer werden oder sie in schwierigste Konfliktsituationen geraten, zwischen Vater und Mutter, zwischen der Gewalt hin und her gerissen. Und das ist etwas, wo wir nicht wegsehen dürfen, sondern wo wir hinschauen. Denn oft können die Betroffenen aus eigener Kraft nicht aus der Konfliktsituation herauskommen. Sie brauchen Hilfe. Gewalt im häuslichen Umfeld ist deshalb bereits vor der Corona-Pandemie ein wichtiges Handlungsfeld für die Hessische Landesregierung gewesen. Und das ist auch richtig so. Deshalb hat sich meine Fraktion bereits seit Jahren dafür eingesetzt, ein Präventionsnetzwerk aufzuspannen. Im Landesaktionsplan für häusliche Gewalt wird dieses Netzwerk gebündelt. Die Landeskoordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt bindet die beteiligten Stellen in dem Ministerium, das Innen-, das Justiz- und das Sozialministerium zusammen und koordiniert die Zusammenarbeit mit der kommunalen Ebene, wo es auch runde Tische zur Prävention gibt, mit der Polizei, Staatsanwaltschaft, den Gerichten, dem Gesundheitswesen, den Frauenhäusern, den Beratungs- und Interventionsstellen und ich will ausdrücklich auch Kindertagesstätten und Schulen erwähnen, aber auch die vielen ehrenamtlichen Kräfte in den Hilfsorganisationen. Danke an alle, die sich hier besonders einsetzen und gerade auch in der Corona-Zeit. Prävention ist wichtig, um die Eskalation von Gewalt zu verhindern, aber auch der Rechtsstaat ist gefragt. Nur mit Unterstützung von Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichten und der Gesetzgebung ist eine wirksame Hilfe im Gewaltfall möglich. Nennen will ich hier zwei wichtige Meilensteine, den Platzverweis
und das Recht, Nein zu sagen. Nein heißt Nein hat endlich eine gesetzliche Grundlage gefunden und die Position der betroffenen Frauen deutlich verbessert. Wichtig ist, dass Gewalt in unserer Gesellschaft geächtet wird, gerade in den jetzigen Zeiten. Partnerschaftsgewalt ist eben kein Kavaliersdelikt, sondern ein Verbrechen. Aufklärung und Informationskampagnen sind deshalb geeignet, um die Menschen in der Umgebung zu sensibilisieren, um hinzuschauen. Und das gilt besonders in der Corona-Zeit, denn wir hatten alle Angst, und da schließe ich auch uns mit ein, dass der Lockdown noch zu mehr Gewalt führt. Kollegin Brünnel hat eindrücklich die besondere Belastungssituation in den Familien geschildert. Und deshalb haben wir auch der Initiative der Bundesfamilienministerin in Zusammenarbeit mit den Supermärkten in Deutschland zugestimmt und sie sehr begrüßt. Unter dem Namen Stärker als Gewalt haben 26.000 Supermärkte in der Corona-Zeit entweder auf Plakaten oder auf Kassensätteln, ja sogar auf den Verpackungen von Produkten, auf Hilfetelefone aufmerksam gemacht, um betroffene Frauen zu informieren, wo sie Hilfe finden können und wie sie den Zugang zu den Hilfesystemen finden. Denn es war gerade dort wichtig, die Opfer zu ermutigen, zu handeln, sie stark zu machen, um sich Rat und Hilfe zu holen und sich aus der belastenden Konfliktsituation zu lösen. Aber nicht nur die möglichen Opfer stehen im Fokus, das wurde hier erwähnt, denn uns ist es wichtig, dass auch die potenziellen Täter oder die schon gewordenen Täter Beratungsangebote und Präventionsmaßnahmen Zugang haben. Denn wer einmal Täter war, wird es wieder, wenn sich in der Situation nichts ändert. Wie gehe ich mit Aggression um? Wie finde ich Möglichkeiten, Konflikte ohne Gewalt zu lösen? Dieser Kreislauf muss betroffen werden, und deshalb ist es, liegt Hessen auch bei der Täterarbeit einen Schwerpunkt. Die Beratungsstellen für Beratung bei sexualisierter Gewalt an Kinder, das ist auch ein wichtiger Anlaufpunkt, um Hilfe zu finden. Deshalb stellen wir eben für die Beratungsstellen in Hessen 8 Millionen Euro inklusive der Mittel für die Frauenhäuser jährlich zur Verfügung. Und zwar nicht jetzt, sondern wir haben die Förderung für diese Beratungsstellen bereits in den vergangenen Jahren aufgestockt. Und das war auch richtig so. Denn nicht nur die Erwachsenen brauchen Hilfe, sondern auch die Kinder, wenn sie Opfer von Gewalt werden. Deshalb war die Aufstockung der kommunalisierten Mittel um 1,1 Millionen Euro, das Land gemacht hat, ein wichtiger Beitrag zur Sicherung und Ausbau dieses Beratungsangebotes. Denn Kinderschutz muss weiter verbessert werden. Kollegin Brünnel hat es gesagt, wir wollen ein Childhood-House installieren. Wir haben es uns im Ausschuss auch bei der Reise angeschaut. Und wir wollen die Kinderschutzambulanz in Frankfurt unterstützen, um die belastende Situation für Kinder, die betroffen sind, verbessern und zu erleichtern. Und ich hatte bereits auf die Kampagne in der Corona-Zeit hingewiesen. Das war wichtig. Denn ja, die Beratungsstellen mussten ihr Präsenzangebot einstellen, obwohl sie befürchten mussten, dass Beratung benötigt wird, weil die Gewalt zunimmt. Deshalb danke ich auch allen, die über Telefon oder auch Video den Kontakt zu den betroffenen Frauen aufrechterhalten haben. Und auch das Bundestelefon, das bundesweite Telefon, war wichtig und richtig und wurde auch stark in Anspruch genommen. Wir danken deshalb allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und deshalb ist es eben auch so richtig, dass wir diese 3 Millionen investieren, dass wir den Beratungsstellen helfen mit Ausgleich der Kosten, die sie hatten durch Schutzkleidung und Schaffung von technischer Infrastruktur, aber auch für die Frauenhäuser. Und deshalb ist es auch richtig, dass wir uns bei dem Bundesprogramm beteiligen mit Landesgeld und die
Verbesserung in Frauenhäusern durch Erwerb, durch Ausbau, durch Um- und Neubau und auch Sanierungsmaßnahmen umsetzen. Aber Ihr Beispiel, Frau Papst-Dippel, dass ausgerechnet Sie das Frauenhaus Waldeck-Frankenberg ansprechen und Ihr Antrag auf Sanierung nicht stattgegeben worden ist, da sieht man, wie viel Ahnung und Kontakt Sie zu Beratungsstellen und Frauenhäusern in Hessen haben. Dieses Frauenhaus ist frisch saniert, bestens behindertengerecht ausgestattet, umfasst Familienzimmer, und dazu gehören auch noch Wohnungen, die angemietet sind, um ein umfassendes Betreuungskonzept zu haben. Also, das ist gerade das Highlight und das Vorbild für die Sanierungsmaßnahmen, die jetzt in Hessen erfolgen können mit diesen Bundes- und Landesgeldern. Meine Damen und Herren, ich will auch noch kurz auf Frau Knell eingehen, die bemängelt hat, dass auf den Internetseiten der Landesregierung, des Sozialministeriums nicht zu Beratungsstellen und Hilfsangeboten in Frauenhäusern zu finden ist. Sie wissen, dass alle Angebote im Sozialbereich auf Familienatlas Hessen konzentriert sind. Dort sollten Sie einmal nachschauen, Frauen und Gewalt eingeben. Und dort werden Sie sogar als PDF runterladen können, eine große Liste mit sämtlichen Beratungsstellen, allen Adressen. Und auch die Frauenhäuser sind dort aufgeführt. Und, Frau Böhm, Sie werfen uns vor, wir hätten die Istanbul-Konvention in unserem Antrag nicht erwähnt. Ja, haben wir nicht, weil es hier in unserem Antrag um die Corona-Maßnahmen geht. Aber Sie hätten doch wenigstens auch einmal der SPD diesen Vorwurf machen können, denn auf Ihrem Antrag habe ich Sie auch nicht gesehen. Das ist also eine reine Empörung und Schau, was Sie heute hier gespielt haben. Und Frau Gnadl, auch in Ihrem Rundumschlag haben Sie nicht erwähnt, dass wir die Mittel für die Frauenhäuser und die Beratungsstellen in den letzten Jahren bereits deutlich erhöht haben, weil wir diesen Weg und die Unterstützung der Frauenhäuser und Beratungsstellen nicht nur in Corona-Zeiten für richtig halten. Wir reden nicht nur darüber, sondern wir handeln auch. Und diesen Weg werden wir fortsetzen. Da können sich die Beratungsstellen in Hessen und die Frauenhäuser darauf verlassen. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Ja. Es gibt Wortmeldung zur Kurzintervention von der Frau Kollegin Papst-Dippel. Bitte sehr, 2 Minuten. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Es wird keine 2 Minuten dauern, Frau Ravensburg. Unser Antrag hätte bedeutet, dass damals das Frauenhaus sehr viel Geld bekommen hätte und es hätte ausbauen können, es hätte anbauen können, es hätte viel mehr Freiheiten gehabt. Das hat ja nichts damit zu tun, dass es in einem guten Zustand ist. Und das hätte uns jetzt in dieser Krise durchaus etwas gebracht. Von daher war das Inhalt des Antrags. Danke schön. Vielen Dank. Jetzt hat das Wort der Sozialminister, Staatsminister Kai Klose. Kai, bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Leider ist Gewalt gegen Frauen und Kinder alltäglich, auch in unserem Land. Und um gleich mit einem verbreiteten Vorurteil aufzuräumen, sie findet leider in allen sozialen Schichten statt. In Deutschland ist jede vierte Frau im Laufe ihres Lebens mindestens einmal Opfer von Gewalt, insbesondere in der Partnerschaft. Und deshalb ist es eines unserer wichtigsten Ziele, Frauen und Kinder zu unterstützen und zu schützen, die Opfer von Gewalt geworden sind und traumatisierende Erfahrungen gemacht haben, und zwar sowohl innerhalb als auch außerhalb ihrer Familienstrukturen. Denn jeder Mensch hat das Recht, gewaltfrei zu leben. Und gerade während der Phase der intensiven Kontaktbeschränkungen, die zur Bekämpfung des Coronavirus nötig waren, bestand die Sorge, Frauen und Kinder könnten verstärkt unter häuslicher Gewalt leiden. Und ich will mal ausdrücklich sagen, weil das hier verschiedentlich sehr seltsam dargestellt wurde,
Wir haben diese Sorge geteilt. Sie haben uns gefragt, ob uns Erkenntnisse vorliegen, dass es zu vermehrter Gewalt gekommen sei. Und zu dem Zeitpunkt unserer Antwort haben uns diese Erkenntnisse nicht vorgelegen. Insofern konnte ich Ihnen auch keine andere Antwort geben, weder die polizeiliche Statistik noch die Kommunikation, die wir in die Schutzeinrichtungen hatten, hat dafür entsprechende Daten geliefert. Heute sind wir klüger. Wir haben es damals auch schon alle vermutet, weil die Expertinnen und Experten es angedeutet haben. Aber ich kann Ihnen immer nur nach bestem Wissen und Gewissen zum jeweiligen Zeitpunkt antworten. Und natürlich war es so, dass diese Situation ungewohnt lange gemeinsam in teilweise wirklich sehr beengten Wohnverhältnissen leben zu müssen, manchen Konflikt verschärft hat und es gleichzeitig schwieriger war, sich aus dem Weg zu gehen. Und das, was die TU München und das RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Anfang Juni veröffentlicht haben, die erste große repräsentative Studie zu häuslicher Gewalt während der Corona-Pandemie, belegt ja auch eine Zunahme häuslicher Gewalt und den erschwerten Zugang zur Hilfe. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass rund 3% der Frauen in Deutschland während der intensiven Kontaktbeschränkungen zu Hause Opfer körperlicher Gewalt geworden sind. 3,6% haben angegeben, von ihrem Partner vergewaltigt worden zu sein. Und Kinder wurden in 6,5% der befragten Haushalte zu Gewaltopfern. Die Zahlen häuslicher Gewalt sind weiter angestiegen, wenn sich die Befragten in Quarantäne befunden haben oder die Familie finanzielle Sorgen hatte und auch Kurzarbeit oder eine schlechte psychische Gesundheit eines der Partner, aber auch das Zusammenleben mit Kindern unter 10 Jahren im Haushalt haben Einfluss gehabt auf dieses Konflikt- und Gewaltpotenzial. Und vor diesem Hintergrund war uns von Beginn an besonders wichtig, dass alle Menschen wissen, unsere Schutzsysteme in Hessen stehen trotz Corona bereit, sie sind erreichbar. Und deshalb haben Frau Kollegin Justizministerin und ich öffentlich schon am 9. April auf die vielfältigen Hilfsangebote für Opfer von häuslicher Gewalt, die in Hessen verfügbar sind, noch einmal explizit hingewiesen. Woran sich leider grundsätzlich nicht viel geändert hat, gerade im Feld der häuslichen Gewalt ist das Dunkelfeld groß. Und es hat sich vermutlich während der verschärften Kontaktbeschränkungen noch einmal vergrößert. Valide Aussagen darüber lassen sich erst über einen längeren Zeitraum und im Vergleich zu den Zahlen der Vorjahre treffen, aber ein Indiz für eine wahrscheinliche Ausweitung dieses Dunkelfelds ist sicherlich, dass niedrigschwellige Hilfsangebote wie beispielsweise die Telefon- und Online-Beratung häufiger genutzt worden sind. Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen beispielsweise meldet etwa 20% mehr Beratungsnachfragen in dieser Zeit, und das muss uns selbstverständlich alarmieren. Meine Damen und Herren, für den Schutz vor Gewalt und die Unterstützung betroffener Frauen und Kinder ist die Arbeit der Frauenhäuser, der auf Gewaltprävention und Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt spezialisierten Frauenberatungs- und Interventionsstellen, der Frauennotrufberatungsstellen und des Kinderschutzes von allergrößter Bedeutung. Alle Einrichtungen des Frauenunterstützungssystems und des Kinderschutzes stehen in der aktuellen Situation vor besonderen Herausforderungen, um die nötigen technischen und räumlichen Umstellungen, aber eben auch den Ausbau ihrer Angebote sicherzustellen. Und dabei unterstützen wir sie. Wir helfen den Einrichtungen, ihre pandemiebedingten Kosten abzufedern und den gewachsenen hygienischen Vorgaben gerecht zu werden. Allein dafür stellt das Land 3 Millionen € bereit. Mit unserem Programm Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt werden bestehende hessische Angebote des Kinder- und Frauenschutzes von unserem Ministerium gefördert. Wir werden die nötige Richtlinie in Kürze veröffentlichen. Wir bleiben aber dabei eben nicht stehen. Politik für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder findet in allen Gesellschaftsbereichen statt.
Und deshalb ist der Landespräventionsrat als Sachverständigengremium der Landesregierung für uns auch in dieser Frage ein ganz wichtiger Partner. Gemeinsam mit den Fachkräften aus dem Frauenschutzsystem, dem Kinderschutz, der Männerberatung und Täterarbeit sowie der Kommunen und des Justiz-, des Innen- und Sozialministeriums haben wir eine Vielzahl von Empfehlungen erarbeitet. Sie sind 2004 in den bereits erwähnten ersten und 2011 in den zweiten Aktionsplan des Landes Hessen zur Bekämpfung der Gewalt im häuslichen Bereich eingeflossen, und sie werden auch im Hinblick auf die Istanbul-Konvention momentan weiterentwickelt. Wir wollen Gewalt gegen Frauen und Kinder aber von vornherein verhindern, und wir setzen deshalb auch hier auf Prävention. Hier leisten die Beratungsstellen besonders wichtige Arbeit. Sie helfen dabei, kritische Verhaltensweisen zu reflektieren, gewaltfreie Konfliktlösungsstrategien zu erlernen. Und deshalb unterstützen wir als Land die Arbeit dieser Einrichtungen mit jährlich über 8 Millionen Euro. Applaus. 2020 und 2021 werden zusätzlich 400.000 Euro für die Etablierung eines Childhood-Hauses in Hessen, so wie wir es im Gespräch mit Königin Silvia von Schweden vereinbart haben, sowie 800.000 Euro für die Unterstützung der Kinderschutzambulanz des Universitätsklinikums in Frankfurt bereitgestellt. Außerdem finanziert das Land eine ganze Fülle von Modellprojekten zur Prävention und zum besseren Schutz von Frauen vor Gewalt, zur gewaltsensiblen gesundheitlichen Versorgung und zur verfahrensunabhängigen Beweissicherung. Und auch das gehört zu diesem Paket. Und noch darüber hinaus stehen in diesem Jahr erstmals über 1 Million Euro für Einzelmaßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zur Verfügung. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass Frauenhäuser genauso wie die Beratungs- und Interventionsstellen entsprechend der Istanbul-Konvention weiter gefördert werden, damit sie sich baulich erneuern und ihre Kapazitäten erweitern können. Und dafür stehen bis 2023 jährlich etwa 2,1 Millionen Euro aus dem Bundesförderprogramm Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen zur Verfügung, die wir als Land ab nächstem Jahr durch investive Mittel ergänzen. Meine Damen und Herren, all diese Maßnahmen zeigen, dass es uns gerade in der aktuellen Situation besonders wichtig ist, die Arbeit der spezialisierten Fachkräfte im Kinderschutz bei den Frauenberatungsstellen und Notrufen wie auch der Frauenhäuser wertzuschätzen und anzuerkennen. Und deshalb statten wir sie finanziell besser aus und wappnen sie so auch für die besonderen Anforderungen der Pandemie. Wir stehen an Ihrer Seite. Vielen Dank. Herr Minister, herzlichen Dank. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Vorgeschlagen den Entschließungsantrag mit dem dringlichen Antrag in den Sozialpolitischen Ausschuss. Das ist so. Dann haben wir es auch so gemacht.